Guten Morgen. Heute ist es hier wärmer, dafür bedeckt. Und heute ist Michaelis. Offiziell im evangelischen und katholischen Kirchenkalender heißt der 29. September Tag des Erzengels Michael und aller Engel. Heute haben also alle Namenstag, die Michael, Michaela, Michael, Mike, Michel heißen. Zum Beispiel mein jüngster Bruder Michael, meine Nichten Michelle und Michaela, genannt Kiki, und der Nachbarsjunge Mika. Happy Namenstag euch! Michael bedeutet aus dem Hebräischen, wer ist wie Gott? Und Antwort lautet, niemand, kein Mensch. Wir können viel, aber wir sind nicht allmächtig. Beim Erzengel Michael denke ich an die Figur auf der Spitze der Engelsburg in Rom. Da steht eine mächtige Engelsfigur, ein großer, starker Michael mit mächtigen Schwingen. Und der hat sein Schwert gezogen. Und ich dachte immer, er würde das Schwert, seine Waffe drohend über der Stadt schwingen. Aber im Gegenteil, tatsächlich steckt er seine Waffe gerade wieder zurück in die Schwertscheide. Und das geht zurück auf das Jahr 590. Da tobte die Pest in Rom und der damalige Papst Gregor soll eine Vision gehabt haben. Er sah den Erzengel Michaels über der Engelsburg und der verkündete das Ende der Seuche und steckte das Schwert des göttlichen Zornes wieder zurück in die Schwertscheide. Die Sehnsucht danach, dass eine Seuche, eine Pandemie zu Ende geht, ist also uralt. Und bei Engeln denke ich auch noch an eine Figur. Ich habe mal meiner Großmutter einen Engel geschenkt. Das war ein Glasengel, der Körper aus blauem Glas und der Kopf war aus weißem, durchsichtigen, klarem Glas, oval, ohne Gesichtszüge. Ein eher geometrischer, kantiger Engel. Und ich war mir erst nicht sicher, ob meine Oma den mögen würde, aber er hat ihr gefallen. Und als sie bettlägerig wurde, hatte sie ihn auf ihrem Nachtkästchen neben sich. Und nachdem sie gestorben war, bekam ich ein Päckchen und meine Mutter hatte mir den Engel sorgfältig eingepackt und dazu geschrieben, diesen Engel schickt dir deine Oma zurück, er hat sie gut begleitet. Ob ich nun an Engel glaube, weiß ich nicht so genau, aber woran ich glaube, ist, dass es Gottes Geleit und Begleitung gibt. Die wünsche ich euch für diesen Tag und seid behütet. Die Sonne führt heute einen Schleiertanz mit den Wolken auf und hat sich so in die dichten Tuchbahnen verwickelt, dass man sie nicht wirklich sieht. Aber ich zeige euch doch die Richtung, hinter der sie aufgeht. Hier kommt die Sonne für euch.